Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Sieht man sich auch mal wieder auf dem Lifestyle-Channel. Ist ja schon Jahre her. Diese Gummibärchen, okay, sind vegan und machen süchtig. Danke an dieser Stelle für die kurze Werbung. Wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt kam mir auf dem Lifestyle-Channel hier eine Weile nichts. Eben auch wegen dem Abo-Special, muss ich euch ehrlich sagen, weil ich werde jetzt hier einfach ein kurzes Behind-the-Scenes machen, werde ein paar Szenen einblenden, die wir gefilmt haben und werde mich mal einfach ein bisschen bedanken noch bei den Leuten, die mitgemacht haben. Und ich werde euch einfach auch ein bisschen erzählen, wie das Abo-Special so eigentlich, was da wirklich abgelaufen ist. 2,5 Monate bevor ich die Million hatte, haben wir schon angefangen zu produzieren, beziehungsweise, was heißt zu produzieren, angefangen zu planen. Das ganze Video hat über 2 Monate gedauert. Es hat auch echt ein bisschen Geld gekostet, so. Andere nehmen ja irgendwelche Sponsorings damit auf. Ich habe halt erstmal auf den Tisch gelegt fürs Special, aber ganz ehrlich, mir war es einfach wert. Ich wollte einfach so sagen, hey, ich will ein geiles Special raushauen, so. Klar, es gibt immer Punkte, die man besser machen kann, keine Frage. Aber ich habe so gesagt, ich will einfach ein killer Special raushauen. Und dann halt auch wegen diesem 500.000 Special, weil ich immer deswegen so kritisiert werde, habe ich es dann direkt eigentlich an dem Tag, wo ich die Million hatte, habe ich es rausgehauen und ich habe mir so krass Mühe gegeben. Alle, die da mitgewirkt haben, haben sich krass Mühe gegeben. Als allererstes mal wirklich danke an euch Leute, das Feedback, das ihr mir gegeben habt, ist krank. Ich kann mal kurz drauf gehen. Wir haben jetzt hier nach 2 Tagen 675.000 Klicks und 158.000 Daumen nach oben. Also das ist wirklich absolut krank. Ich bedanke mich da wirklich bei jedem Einzelnen. Das ist wirklich richtig geil. Ja, die Junggesellenjungs und so, Sascha und so, wir sind alle und auch mein Freundeskreis, die so im Hintergrund arbeiten, wir sind alle übelst pumped drauf, auch so ein bisschen Kurzfilme zu machen. Okay, Leute, was geht ab? Jetzt lockt der Spaß schon wieder mal. Es ist jetzt fast 4 Uhr morgens, ja. Okay, Leute, jedenfalls, wir drehen das Abo-Special, okay? Und die Szene, die ihr hier seht, ist diese Szene in diesem weißen Raum, ja, also der absolute Scam, ja, wir haben euch verarscht, ja, wir haben so diesen Gedanken gehabt, ja, man, lass das unbedingt mit diesem weißen Raum machen, ey, das wird übel geil, wir sitzen da locker schon, wir hatten diese Vision, wir sitzen da locker seit 5 Stunden dran, mal lange, ja. Oder vielleicht auch so ein bisschen Musik. Ja, warte, dann lass kurz uns erstmal ein bisschen weiter weg, Alter. Hey, Don Bronson, du bist ein richtig guter Kameramann geworden, muss ich sagen. Das Kaninchen war rosa-rot, wir hatten keine Wahl. Johnny, pass auf. Damals gewesen. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier gerade beim Voice-Over für das 1-Millionen-Abo-Special. Da drüben ist Manu, der guckt drüben durchs Fenster. Ich möchte eigentlich chronologisch kurz anfangen, mich bei jedem zu bedanken, aber als allererstes will ich mich doch beim Simon bedanken. Und dafür könnt ihr auch echt mal bei den Junggesellen vorbeischauen. Der Junge hat Arbeit geleistet. Erstmals hat es richtig krank drauf und ich muss auch sagen, dass ich ohne ihn das Abo-Special definitiv nicht so hinbekommen hätte. Auf gar keinen Fall. Ja? Also er hat da wirklich echt viel gemacht und echt Respekt an diese Leistung. Wir sind hier wirklich, ihr habt es ja vielleicht auf Snapchat gesehen, wir sind hier mal zusammen am Tisch gesessen, haben zusammen gearbeitet, zusammen geschnitten und haben das Abo-Special auf die Piste gebracht. So, und er hat es wirklich bearbeitungstechnisch übel drauf und er ist einfach ein korrekter Junge und er hat wirklich in einer Nacht, ich glaube in der Nacht, bevor es hochkam, weil er irgendwie verpeilt hat, dass das dass ich doch mehr Abos bekommen habe noch und er dachte, es kommt erst einen Tag später hoch, hat er die Nacht von 0 bis 15 Uhr durchgeschnitten. Alles klar. Wahrscheinlich 15 Stunden ohne Pause. Ja, ansonsten fange ich jetzt einfach mal an. Natürlich danke an Benno. Du hast von Tag 1 an den Kanal mit mir gemacht, Digga. Hab mich echt gefreut, dass du dabei warst, Alter. Und Benno zum Beispiel kenne ich schon seit dem Kindergarten. Das ist echt immer übel guter Kumpel von mir gewesen. Und ich freue mich, dass es bis heute anhält. Dann natürlich bei Rambo. Der konnte leider nicht kommen. Der alte Hund war im Urlaub. Wäre sonst gerne gekommen. Dennis, genau. Dennis hat mich echt mal wieder gefreut, ihn zu sehen und so. Dennis auch ein echt ein guter Kumpel und so. Ich mag ihn mega gerne. Also jetzt Venox. Hat wieder alte Erinnerungen hochgebracht auf jeden Fall. Dann Danny konnte leider auch nicht kommen. Der hatte zu viel um die Ohren irgendwie. Schade. Klar, solche Leute wie Dr. Kaboom, GSSD, Commander Krieger. Krieger habe ich zum Beispiel geschrieben. Ich habe leider keine Antwort von ihm bekommen, aber ich denke mal auch, der ist beschäftigt. Ich habe schon probiert, mehrere Leute zu erreichen, aber klar konnte ich auch nicht jeden mit reinnehmen. So. Es war allein so. Es war, ich muss zugeben, es war viel zu spontan von mir und da komme ich jetzt auch gleich nochmal drauf zurück. Aber das wäre viel zu kurzfristig gewesen, dass da alle Leute in einem Termin Zeit haben. Das ist mega krass. Das ist schon so krass, dass es funktioniert hat überhaupt. Natürlich Leute, die ich bewusst nicht eingebunden habe und ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen die Message hinter den Voice-Overs verstehen. Wenn nicht, dann halt nicht. Natürlich vielen Dank an Tim für alles. Wie gesagt, muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, da sagen die Bilder mehr als 1000 Worte. Als nächstes natürlich Simon und Katie. Also wirklich ganz krass. Ich bin da wirklich echt beeindruckt. Von Simon, ich habe ihn nur just for fun gefragt, weil ich dachte eigentlich sowieso, der kommt nicht.
Ich dachte halt so, ja, Simon hat schon doch wirklich einen größeren Teil auf meiner Laufbahn dazu beigetragen, dass ich da bin, wo ich heute bin. Und da habe ich so gedacht, hey, fragst du den einfach mal? Und ich habe so gedacht, hey, 4 Tage davor und dann noch Simon, als ob der jetzt kommt, gell? Und er meint so, ja, okay, ich komm. Ich so, ja gut, ich meine, hast du gesagt, dass du... Nee, und ist dann tatsächlich mit der Katie zusammengekommen. Hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass Simon ein ehrlicher Mensch ist, so. Hat mich gefreut und fand ich cool. Als nächstes haben wir natürlich Sascha. Zu dem gibt's nichts zu sagen, machen wir weiter. Spaß, natürlich auch Grüße raus an Sascha. Ich glaube, er war einer mit von denen, die sich am meisten gefreut haben, für mich gefreut haben, dass ich die 1 Million habe und so. Marcel, mein Guter. Marcel ist wirklich einer, den mag ich mega gerne. Kann ich über alles reden, so. Hat manchmal seine Phasen, ist aber ganz normal. Und wirklich auch nochmal danke, dass du extra aus Köln gekommen bist. Hat mich auch echt, fand ich auch echt richtig geil, dass du da so spontan bist, so. Und ja, Grüße an Marcel, könnt auf jeden Fall mal bei ihm vorbeischauen. Als nächstes kommen noch Dennis, Alex, 2 richtig coole Jungs, die ich Dennis flüchtig über YouNow kennengelernt habe. Alex bei dieser Gangbang-Tour in Stuttgart hier. Und auch wirklich nochmal danke, dass ihr dabei wart, Jungs, bedeutet mir viel. Sind einfach Leute, mit denen ich gut klarkomme, die ich korrekt finde, egal ob sie jetzt irgendwie große Reichweite haben oder nicht. Ich lege da nicht so viel Wert drauf, ich will lieber gut mit den Leuten klarkommen. Alicia, Pietro, Fabi und Donny, beziehungsweise Don Bronson. Vielen Dank vor allem auch an Don Bronson. Ich hätte niemals gedacht, dass der Typ so am Eskalieren ist. Der hat so viele Vorschläge eingebracht, so viel sich engagiert, mitgeholfen und so. Wirklich ganz, ganz, ganz krass. Also ein richtig guter Mann. Auch wenn die Thumbnails manchmal ziemlich selbstkritisch an mich selbst sind, muss ich doch sagen. Donny ist ein richtig guter Mann. Als nächstes noch die Junggesellen. Und wie gesagt, Simon habe ich eigentlich schon Danke gesagt. Nils natürlich auch. Vielen, vielen Dank. Der hat zum Beispiel die Voice-Overs bearbeitet. Der hat musiktechnisch mega drauf. Voll professionell und so. Das war einfach generell eine richtig gute Zusammenarbeit. So von allen YouTubern zusammen und allen Leuten, die da mitgewirkt haben, wirklich... Es hat so Spaß gemacht, wir haben uns gute Pläne gemacht, wir haben das durchgezogen. Es war aufwendig, es war ein bisschen teuer, aber wir haben es durchgezogen. Im Endeffekt noch vielen Dank an den Felix Bar, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. So ein Technik-YouTuber, der stellt immer Sachen vor und so weiter. Echt ein korrekter Typ, ist auch extra hergekommen, um da die Kinoszene zu filmen und so. Wirklich nochmal vielen Dank dafür. Und vor allem auch die Infinite Edit Jungs auf Instagram, könnt ihr die mal abonnieren. Haben uns auch mega krass geholfen so. Sind richtig korrekte Jungs, mit denen machen wir auf jeden Fall noch ein paar Shootings und so. Also könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich habe euch alle, die mitgemacht haben, unten verlinkt. Und ganz, ganz, ganz special Greetings gehen auch raus an Marv. Marv, mein Designer von dem Intro. Ich wollte ihn eigentlich im Abo-Special einbinden, bloß es gab nicht wirklich eine Szene, wo wir zusammen waren, deswegen habe ich ihn rausgelassen. Und dann habe ich noch in meiner Eile ihn vergessen, in den Credits zu erwähnen, deswegen Marv, sorry nochmal. Richtiger Fail gewesen. Marv, ich liebe dich, Bruder, du weißt. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Auch für die krassen Kommentare, die mir geschrieben werden, so. Leute haben angefangen zu weinen beim Special, das finde ich ein bisschen krass, aber okay, finde ich geil. Leute haben geschrieben, das war das beste Video auf YouTube, das beste Special. Hab mich wirklich ultra gefreut, also richtig krasse Resonanz. Wirklich nochmal danke für die Kommentare. Ich habe jetzt wirklich ziemlich viel gelabert, aber ich denke mal, das war nötig. Ansonsten danke ich euch natürlich fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Resonanzen, Leute. Wirklich Hammer. Ich bin mega zufrieden und ansonsten sehen wir uns, glaube ich, im nächsten Video. Haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaut jetzt beim letzten Video vorbei. Könnt euch das Abo-Special noch angucken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich habe es euch jetzt einfach mal unten in der Beschreibung verlinkt. Und auch alle anderen Kanäle. Ansonsten Daumen hoch da lassen und haut rein, Leute.